und bevor sich da das Panel den Mund fusselig redet, hüpfen wir hier wieder rein, direkt in den deutschen Cast. Es ist das letzte Spiel in dem Best of 3. EG gegen IG, Evil Geniuses gegen Invictus Gaming. Das erste ging an EG, das zweite an IG. Beide Spiele sehr überzeugend, wobei EG hat sich ein bisschen schwerer getan, weil Invictus Gaming mit ihrem sehr aggressiven Spielstil, muss man einfach so sagen. Ich denke, es hat sich wirklich behauptet, dass IG hier und da wahrscheinlich so ein Klimps in die CIS-Szene hatte, weil dieses Aggressive, das ist für ein chinesisches Team halt wunderbar, und ich denke, das ist sehr auch auf Juan basierend, dass er da wahrscheinlich ein bisschen in die andere Szene umhergeguckt hat und ja, das wirklich adaptiert hat, weil wenn wir uns DK anschauen, Newbie und so weiter, da kann es passieren, dass wir 100 Minuten Farmgames sehen, ein großer Teamfight und das Spiel ist irgendwie vorbei. Hier permanent Action, trotzdem noch aktives Farm, 5-Mann-Dota, Einzel-Dota, Turtle-Dota, wir haben so viele verschiedene Playstyles, die hier drinnen, und beide Teams beherrschen das alles wunderbar. Wie auch immer, ich bin Heflamog, mit mir Kassel Aleria, hier von Hefla TV. Wir haben den Draft schon am Laufen und hier geht's rein. Jetzt geht's wirklich um die Wurst. Wer das Spiel gewinnt, gewinnt ESL One, und das ist ein richtig großer Preispool. Natürlich nichts im Vergleich zur TI, aber es ist das letzte große Turnier vor der TI. Wer sich hier als erster platziert, der setzt sich im Prinzip auch auf einen Favoritenposten in der TI, weil hier waren schon die größten TI-Favoriten, sind schon auf dem Weg rausgeflogen, und EG und IG sind, wie gesagt, die zwei letzten verblieben, und die haben es auch wirklich verdient, wenn man sich die anderen Spiele angeguckt haben. Also Aleria, rein in den Draft und los geht's, letztes Spiel. Willkommen zurück, Männer, auf eine neue und die letzte Runde BO3, drittes Game jetzt. Interessant, fängt es schon direkt an. Wir sehen natürlich die Bans auf jeden Fall liken. Klar, das dritte Game wird jetzt auf jeden Fall nicht nochmal der Ember Spirit rausgegeben. Chuantris wird wieder gebannt, weil er doch sehr erfolgreich auf dem Held ist. Yep. Und die ersten Picks, IO Tiny. Ja, es sind wirklich, also die Bans sind sehr, sehr spezifisch. Also das ist kein Ferrari Ember, kein Enchuantress, das ist kein Sai Enigma, kein, ja, eventuell Universe Panda oder Universe Doom. Tidehunter würde auch funktionieren, oder natürlich in Mason Doom könnte funktionieren. Das haben wir im ersten Spiel gesehen. Naja, also was soll ich hier dazu sagen? Es ist sehr spezifisch, die Teams fangen an, sich wirklich halt gegenseitig auch einzuspielen, aber es lässt halt noch Platz für einiges. Und da haben wir den Faceless Void, das heißt, haben wieder schöne Chronos zur Verfügung und den Invoker. Der Invoker hat auf Xai funktioniert, schön immer Kill secured mit dem Sunstrike und nicht nur secured, es klingt halt immer so, als wäre er wirklich nur der Killshot gewesen. Es hat wirklich oft und sehr oft dazu beigetragen. Er war schon irgendwo auf dem Wicked-Sick, ohne dass er jemals an einem Teamfight beteiligt war. Hat richtig gut funktioniert. Schnelles Necro 3, Forge Spirits, Roshan sichergestellt. Also Invoker hat letztes Spiel richtig viel Arbeit getan, obwohl er gar nicht viel Präsenz gezeigt hat. Natürlich auf der anderen Seite, du hast schon gesagt, Mr. Tony Montana plus Glühbirnchen ist da. Yep. Fat Tony. Also das heißt, das Stärkste. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwas stärker ist im Late Game als Wisp und Tiny. Wir haben das gestern gesehen. Und heute wer, auch? Wer hat da den Riesen? Von EG? Hat da nicht irgendjemand Riesenfehler? War das heute, die den Riesenfehler gemacht hat? Ja, das war heute. Was heißt Riesenfehler? Sie haben sich dafür entschieden, halt gegen Farmen zu lassen. Kein Red Dota zu spielen. Wir hatten ein Tiny Six Slotte mit, oh, keine Ahnung, natürlich Arcane Scepter, Daedalus, was hat er noch? AC hat er oben drauf gehabt, Manta, alles drum und dran. Und sie haben sich entschieden, ich glaube, das war das gegen Fnatic-Spiel, sie haben sich entschieden, halt nicht gegen Backdoor Protection anzukämpfen. Und wie gesagt, wäre das Alliance gewesen, und da steht zu meiner Meinung da können wir diskutieren, wie man will, auch mit einigen Führern und so weiter. Aber Fakt ist einfach, ich bin wirklich der Meinung gewesen, sie hätten dort die Base Stück für Stück down kriegen können, turteln, 10 Sekunden rein, relocaten, ein Drittel, zwei Drittel Schaden machen auf den Tower, durch Back to Protection durch und dann Rinse and Repeat für 20 Minuten und zack, die Base wäre dann gewesen. Da wäre nichts gewesen, was Fnatic hätte machen können. Aber das Spiel haben sie abgegeben, ist aber egal am Ende, weil dadurch, dass sie offensichtlicherweise im Current Finals sind, bedeutet das, Fnatic wurde besiegt, und dadurch ist das kein Problem. Hoffentlich jetzt hier gegen Invictus Gaming machen sie das Ganze besser. Vielleicht haben sie mir zugehört. Naja, Mirana wird hier jetzt als drittes hier gepickt.
Dritter Pick, ja, Mirana, das wird keine, ist natürlich auch wieder dem Chuan weggepickt worden, weil er gerade eben auch wieder Klasse Arrows gesetzt hat, auf jeden Fall. Der vierte Ban von EG geht auf die Death Prophet. Death Prophet da natürlich wieder mit dem Invoker. Möchten sie bestimmt den Necros wieder ein bisschen push. Das werden wir aber dann auch sehen in den nächsten Picks, ob sie da wirklich jetzt auf Pushing Lineup oder auf Fighting Lineup gehen. Nächster Pick von EG. Sand King wieder auf Sei, hat jetzt auch zweimal ganz gut geklappt, wird auch zum dritten Mal wieder eingesetzt. Warum nicht? Wenn was funktioniert, warum sollte man das denn nicht wieder anwenden? Auf jeden Fall bin ich gespannt, was der nächste, was die Antwort von IG Gaming auf deren Sand King bzw. Mirana sein wird. Ja, ich finde es auf alle Fälle interessant. Also Sei kriegt wieder den Sand King. Es hat jetzt dreimal super funktioniert. Auch wenn sie das Spiel letztens verloren haben, trotzdem, Sand King hat da eine ganze Menge Arbeit geleistet. Shadow Demon natürlich als schöner Counter gegen die Mirana gepickt, das heißt Mirana kriegt da nicht ihren sozusagen Wunsch-Synergy als solches. Es wäre natürlich ein Bane noch möglich, aber wird nicht passieren. Da kommt noch ein zweiter Core in irgendeiner Weise. Oder vielleicht ist die Mirana sogar noch ein zweiter Core und wir sehen noch einen anderen Support von EG. Das bezweifle ich aber. Ich denke, das sind die zwei Supports gewesen und der fünfte wird dann nochmal so ein bisschen der Joker-Pick. Ich hätte mir halt einen Doom wieder gut vorstellen können, gerade gegen Faceless Void. Passiert aber nicht. Mal schauen, was kannst du dir noch vorstellen, EG? Als EG, also was EG jetzt auf jeden Fall braucht, ist jetzt vielleicht noch jemand, der dem Io und dem Tiny da so ein bisschen Zeit verschafft, damit der doch fett wird. Also je nachdem, was die da aus der Mirana machen, ich denke ja, das wird ein Offlane, kein Support, diesmal weil wir den Io und den Sand King haben. Ich denke, hätte er an eher dasselbe gedacht, gegen Faceless Void. Also was wäre jetzt hier gut in vielleicht ein Rubik oder naja, Rubik, nee, Rubik, ja, nicht Rubik durch. Ja, nee, also je nachdem, wie die Lane so möchten. Also wenn ihr den Io und den Tiny da auf die Safe Lane setzt, Mirana auf die Offlane, Sand King auf Support, brauchst du noch eine Mitte. Aber ich denke, dass das Arteezy, weil er halt auch ganz gut heute auf dem Tiny gespielt hat, in der Mitte mit dem Io sein wird, wie auch Fnatic das gemacht hat. Dementsprechend werden das zwei Solo-Lanes, beziehungsweise ja doch zwei Solo-Lanes und ein Sand King, der da durch die Gegend hüpft. Dementsprechend brauchen die jetzt hier eine starke Solo-Lane. Wenn ja, das doch so ist, wie ich gedacht habe. Aber ne? Kunkka, wir haben das komplett übersprungen mit unseren Gedanken an den fünften Pick. Kunkka ist da. Ne, sieht man das erste Mal, ne, haben wir den gesehen jetzt irgendwann in den letzten, gestern oder heute? Wir haben einen Kunkka gestern, ne? Ja, gesehen. Aber der hat kläglich versagt und Elder Titan. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist jetzt die der starke Solo, den die da brauchen. Der ballert den die Armor Faceless, gegen Faceless Void, der, also klasse. Der hat ja mit seinem Argen richtig, richtig gute Base Armor. Die wird dem da aber auf jeden Fall von dem Elder Titan weggenommen. Queen of Pain als letzter Pick. Boah, ich bin so glücklich, endlich mal wieder eine Quop zu sehen. Eine Queen of Pain ist wirklich so gut. Ich habe mehr als 5 Quops in der letzten Woche alleine gecastet. Echt? Oder so. Kann ich mich nicht beklagen. Ich nicht mehr. Ja. Also ich sehe Quop wirklich so, so selten. Ich finde den Helden immer noch, wenn so kleine Dinge da an Veränderungen passieren, warum das da direkt nicht mehr gepickt wird oder direkt aus dem Meta verschwindet, weil andere Helden einfach ein bisschen besser gebufft worden sind, kann ich ehrlich gesagt persönlich nicht verstehen. Für mich war Quop oder ist Quop seit diesem Spiel ja immer schon ein starker Mitte-Held gewesen. Also die Nuke-Power, die du mit diesem Helden durch die Gegend zauberst, in der Chrono jetzt auch zum Beispiel. Du hast in Walker Quop, das ist der Hammer. Quop. Also, keine Ahnung, ich denke, wir wären hier sogar Ferrari in... Das ist ein Support-Kunka? Physical, ja, das ist ein Support-Kunka. YYF kriegt den Void und damit Wahnsinn. Bleibt... Ja, klasse Draft, nicht mehr viel ich finde das schön. Also, der Draft gefällt mir für IG viel besser. Ich denke, ja. EG, also mit dem ET, der Elder Titan, keine Ahnung. Ich kann nicht zustimmen, ich find's nicht gut... good luck, have fun, Game Free Hype. Okay, alles wunderbar. Wir stellen zum allerletzten Mal heute für den heutigen Tag und für das heutige Event, für das Tournament überhaupt die Spieler vor. Universe spielt hier den Elder Titan, war gerade schön verbunden mit einem Freundschaftsbändchen, aka Tether, mit Sai. Und dann haben wir in der Mitte natürlich Allison, also Arteezy, PPD auf der Mirana. Mal schauen, ob er das besser zusammenspielt als Chuan. Die Chuan Mirana war richtig, richtig gut. Ja, und Mason spielt auf dem Sand King. Carry Sand King Inc.
Ja, kommen wir zu IG. Das lässt mir jetzt ein bisschen Fragen über das, was sie hier machen. Aber stell mal die zum letzten Mal, wie du gesagt hast, vor. Wir haben YYF auf dem Void Offlane. Wir haben Ferrari auf der Queen of the Pain. Wie gesagt, Quap of the Pain. So, Quap entschuldige of the bitte. pain. Quap Yep. of the Pain. Ne? Wir haben Faith auf dem Shadow Demon. Kunkka wird von Chuan gespielt und Xayah wird ja, Invoker wird von Xayah gespielt und nicht Xayah von Invoker. Ja. Andersrum. Ich find es ehrlich gesagt richtig, richtig schade. Ich habe Kunkka sehr viel gesehen, gerade in der Tier 2, Tier 3 Szene. Ich habe es als Carry Mitte gesehen, als Support Kunkka. Das einzige Problem an Kunkka ist halt wirklich, dass das ganze Setup von Kunkka wird auch nur mit einer einzigsten BKB oder mit irgendwas, sprich zum Beispiel Disruption, die natürlich EG nicht hat, aber. Du kannst einen Kunkka halt wirklich komplett disablen, ohne Probleme. Also seine Spells. Exmark the Spot ist halt leicht zu umgehen, gerade mit BKBs und so weiter. Jules Und dann in Scepter. Teamfight hält sich das Ganze in Grenzen. Und es ist auch einer der Supports, die nicht schnell in Damage rein transition können. Und daher gefällt mir Kunkka nicht. Also am Anfang ja, aber du musst mit dem Kunkka so einen Vorteil erarbeiten, dass es sich dann richtig lohnt. Wie auch immer, wir haben eine Dual Lane hier in der Mitte. Unsere Offlane, wie gesagt, ET alleine. Da müssen wir mal schauen, ob sie es schaffen. Kunkka, Exmark the Spot oder halt, oder. Und oder Thorn wird auf alle Fälle interessant, dann mit einem Cold Snap zusammen und Faith kann die entsprechende Initiation machen mit einer Disruption. Haben sie alles im Prinzip auch schon geskillt und sie gehen hier auf Double Pulse und versuchen dem ET halt wirklich nichts übrig zu lassen. Dann natürlich IG, was YYF hier auf dem Faceless Void zusammenkriegt, ist ganz spielentscheidend. Also Universe auf seinem Void hat mit den Rotationen in Spiel 1 ganze Menge gemacht, richtig gut Ja. Arbeit geleistet, aber. Wir müssen halt mal schauen, ob YYF das genauso zusammenkriegt. Ich finde deren Picks hier, die Supports, die zwei, für die sie sich entschieden haben, finde ich auch super klasse. Ne? Du hast einmal mit Shadow Demon und Kunkka relativ unkonventionellen Support. Also der Kunkka jetzt in dem Sinne, natürlich ist Shadow Demon ganz klar Support, aber Kunkka sieht man halt des Öfteren, beziehungsweise selten als Support. Aber deren Setup ist halt auch wirklich Weltklasse. Disruption into Torrent, das sollte doch reichen für einen Kill, inklusive Sunstrike, wenn das alles richtig schön getimed wird. Wie es auch in den letzten Spielen getimed wird, kann man. Sie, oder sehe ich jetzt persönlich sehr, sehr viel ja, Tode seitens EG. Yep, definitiv. Also, das ist sehr, sehr potent. Und aber wie gesagt, das ist Spiel Nummer 3. Man darf nicht unterschätzen, unter welchem Druck die Spieler hier stehen. Plus die Teams natürlich. Sie wollen beide gewinnen. Ich habe es im zweiten Spiel schon angesprochen. Das ist wirklich das wichtigste Mini-Finale vor der TI ist. Es ist ganz, ganz wichtig, hier Promo durchzukriegen, sich in eine Favoritenposition-Rolle zu schicken und so weiter. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so gut, weil sich dann andere Teams extra auf dich vorbereiten und dann plötzlich stehst du bei der TI da und bist das weltbekannteste Team und jeder hat dich studiert. Wie auch immer. Ne, ich denke aber trotzdem, es ist ganz gut, ganz abgesehen natürlich von dem großen Preispool hier in Frankfurt. Was ich aber erwarten wäre, ist für das Spiel, dass wir nicht sehr viel Kills sehen werden. Die werden hier nicht sehr viel riskieren. Wir haben es bei EG gesehen, dass sie bei 35.000 XP Vorsprung und mehr als 15.000 Gold sind sie immer noch zurückgegangen mit Oh, Vol'Jwana, vollem Ferrari! HP. Oh, nein, das reicht nicht. Wir hatten gerade einen kleinen Groove versucht auf Ferrari mit den Wisps. Kleinen Wisps haben guten Whips. Damage gemacht. Artisi hat versucht, die Combo rauszuhauen, beziehungsweise hat sie rausgehauen, hat aber nicht gereicht. Jetzt habe ich mir eine Frage. Was zum Geier soll das mit dieser Allison? Wer ist das? Was ist Allison? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, muss ich dir so sagen. Allison, Artisi, keine Ahnung. Ich weiß, warte mal, er hat doch diesen Namenschange auf Twitter angekündigt, aber das war doch ein anderer Name, das war nicht Alliston. Vielleicht weiß es einer der Viewer. Ich habe da einen Überblick verloren. Ich weiß nur, dass Artisi irgendwann mal vor einiger Zeit auf Twitter einen Namenschange angekündigt hat. Und ich habe ihm auch irgendwo vor einer Woche oder so, aber Oh, jetzt in der Mitte Disruption! erstmal Disruption und Sunstrike Turn obendrauf. Die Kombo, Das ist von der ich so gesprochen viel habe. Schaden. First Blood geht hier auf alle Fälle rein. Und da ist sogar noch Exmark the Spot auf Sei. Aber da wollen sie dann doch nicht wieder ein Follow-up machen. Sehr schön gemacht. Und First Blood geht auch auf einen der wichtigsten Hero von EG, dem Tiny. Wenn den sein Farm unterbrochen wird, das ist das Schlimmste, was an EG passieren kann. Also schöne Rotation, wunderbar gemacht. Ja, absolut. Und das ist halt eben die Power, von der ich gesprochen habe. Torrent into, oder beziehungsweise Disruption into Torrent Sunstrike. Absolut super Combo. Ja. Und nochmal zurück zu dem Namen. Wie gesagt, ich weiß über den Namenschange, über die Namensänderung Bescheid.
Als also ist das jetzt eine feste, er möchte jetzt nicht mehr Artisi heißen, weil... Oh, nochmal in der Mitte, genau dasselbe, diesmal sogar noch mit der Double Damage Rune oben drauf. Und es reicht wieder, Sunstrike, alles drum und dran. Und diesmal wollen sie sogar noch mehr, sie wollen Xai. Und er hat Tether zwar zur Verfügung, aber keine Creep Wave. Und wunderbar, 3-0 für IG. Diese Early Aggression kommt weiter raus. Sie haben zwar da runter eine ganze Menge HP verloren und Mana natürlich auch, aber nichtsdestotrotz... Das Wichtigste, der Core von EG wird einfach zerhäckselt hier in der Mitte. Das ist, also das war wieder misplayed. Also du siehst einmal, okay, ich bin da jetzt, Ferrari blockt die Creeps, wundervoll, dass er da auf dem Highground stehen kann und Artisi rankommen muss. Aber wenn er da noch einmal rangekommen ist und gesehen hat, okay, die sind da direkt auf mich draufgegangen, warum gehst du denn ein zweites Mal darauf, wenn du die Supports da unten nicht mehr siehst? Kleine Missplay von Artisi, geht auch gleichzeitig, um wieder ein bisschen, Catch-upen, ne? Um ein bisschen wieder zurückzukommen mit den Stack-Farmen, weil das hat ihm doch schon relativ gut wehgetan gerade. Ja, das hat richtig wehgetan. Das ist der perfekte Start für IG, gerade weil IG immer das Potenzial hat und immer den Willen hat, so zeitig ganz aggressiv zu werden, wenn sie denn den kleinen Vorteil haben. Also, naja, wie gesagt, Entschuldige, dass ich unterbreche. Das Team ist so gewachsen. Es gab mal diese Zeit, wo Chuan IG verlassen wollte. Ja, und rumgeheult, meinst du? Ja, rumgeheult, richtig rumgeheult. Aber du siehst, wie viel das gebracht hat. Die sind so. Oh, aber in der Zwischenzeit PPD. Er hat zwar Level 2 lieb, aber das wird natürlich ganz gefährlich hier mit einem Slow, entsprechenden Bashs und so weiter. Kommt aber noch nicht rein. Diesmal haben sie auch keinen Torrent, sondern nur den Sunstrike. Werden aber alle gesehen hier. Dieser Range Creep ist Mr. Scout. Stürzt zwar leider, aber hat seinen Job erfüllt. Hat wie gesagt gezeigt, was da alles ist. Und in der Zwischenzeit, wir hatten hier Artisi hat irgendwo im Jungle, glaube ich, Camps gefarmt oder gestackt. Gefarmt. Ja, also hier ist also der mittlere Camp im Dire Jungle ist gestackt. Wie du sehen kannst, der große Camp, beziehungsweise das große Camp ist noch nicht gestackt, aber ja, die bereiten sich halt, was muss er machen? Artisi muss halt auf jeden Fall hier so ein bisschen wieder zurückkommen, ne? Also die zwei Tode haben ihn so weh getan, das war auf jeden Fall nicht so stark. Er wird vielleicht auch wieder eine Midas bauen, weil er da wieder zurückkommen möchte. Wir haben jetzt 7 Minuten, er hat braune Boots, hier hast du die Bottle auf dem Mist, aber ach ja. Ja, und ein Führer von uns sagt gerade, das ist der Name seiner Freundin. Also ich weiß, der wollte seinen Namen ändern. Vielleicht hat er zwischendurch einfach mal so temporär... Oh, Mason. Mitte, da wird gesmoked. Yeah, die warten, Chuan ist so... Ah, jetzt kommt er gerade vor. Oh, Level 3 müsste eigentlich ausreichen. Aber in der Mitte wieder die Combo auf Artisi. Und jetzt muss er noch aufpassen. Aber ich denke, ihr könnt es eventuell einen Turnaround schaffen. Aber natürlich auch kein Arrow, kein gar nichts trifft hier. Und aber jetzt... Gott, PBD wird nach dem Leap gefunden. Torrent oben drauf. Jetzt kommt der Damage und ja, mit Ferrari drinne. Am Ende schaffen sie es dann doch noch, ihren 4-0 hinzukriegen. Ich denke, sie hätten die Möglichkeit gehabt, mit einem ordentlichen Arrow hier einen Turnaround zu schaffen. Zum Beispiel auf Chuan oder sogar auf Ferrari, weil er hat sich reingeblinkt und dadurch hat er halt Blink-Cooldown gehabt. Er ist halt, hat nur einen Punkt da drin. Also wir hätten Avalanche-Toss noch gehabt und den Arrow plus Wisp Spirits. Aber sie haben sich entschieden zurückzugehen, verlieren aber halt PBD auf dem Weg. Das bedeutet jetzt auch wieder eine ganze Menge Schaden auf dem Tier 1 Tower. Und jetzt wollen sie sogar vielleicht noch mehr machen. Invoker, wie gesagt, sei das dasselbe Spiel wie in Spiel Nummer 2. Ist nie richtig da, aber dann doch überall da. Also schöne Presence mit den Sunstrikes. Es funktioniert einfach. Das läuft, das ist aber auch ein überaus super starker Draft von IG. Die machen das hier klasse mit den beiden Supportern, die hier sich zusammengepickt haben mit dem Shadow Demon und dem Kunker. Das ist auf jeden Fall super. Und jetzt, PPD, ja, mit der Haze rausgeschossen, weil es aber noch schöne genau. Ward raus. Oh ja, aber die Ward heißt nicht, Paul. Also das sind Minuspunkte für IG, weil die Ward keinen ordentlichen Namen hat. Schade. Wo sind die Chuan Wards? Wo sind sie denn? Ich hab's auch nicht gesehen. Wo sind die Observer Wards? Hier oben haben wir eine. Nein, also die sind nicht von Chuan gesetzt worden. Okay, Chuan möchte nicht worden. Verdammt nochmal. Chuan sitzt hier in der Mitte und sorgt, während die Queen of Pain, während Ferrari wieder zurückkommt, holt er sich ein bisschen Level in der Mitte. Ist schon Level 6, was in der 8. Minute relativ stark für einen Supporter ist. Definitiv. Ja, auf alle Fälle, also alles derzeit läuft alles für IG wunderbar. Sie können sich das Ganze überhaupt gar nicht besser vorstellen. Und ich denke auch IG gibt der Sache noch 3-4 Minuten und dann sehen wir wirklich die erste Aggression und
den Vorteil nehmen sie dann weiter mit und gehen auf den ersten Tower. Das male ich mir jetzt schon aus. In der Zwischenzeit haben wir hier noch einen schönen Sidepull von YYF, den er hier interrupted. Und ich weiß halt auch noch nicht, was da mit Mason werden soll. Mason wird jetzt eventuell attackiert, muss aber Ferrari zuerst rein. Oh, na, die Chrono. Wunderbar. Und jetzt kommt halt Ferrari nebenbei. Scream, bumm, fertig, aus. Da wäre sogar noch ein Torrent gewesen. Brauchen sie gar nicht. Kann man machen, braucht man nicht. Also jetzt gerade dieses Spiel, das wird hier, also das ist auf jeden Fall auf Seiten IG muss, also die kontrollieren hier jede Lane. Die versuchen hier dem Artisi da ein bisschen mit der Midas zu helfen. Du siehst, er hat die Gloves of Haste fast 1500 Gold, beziehungsweise 1430 Gold, ja, und das ist das Einzige, was den da noch irgendwie den Hintern retten kann, wenn man das so sagen darf. Ein gefarmter Late-Game-Artisi könnte dem da auch einiges wirklich rausklatschen, aber sonst sehe ich wirklich schwarz für IG. IG hat das hier auf jeden Fall richtig, richtig gut unter Kontrolle. Und ist auch wieder 10 Minuten hat er die Midas und fast ein Level 1 Necro, der sei mit 002, also 2 Assists da. Ja, naja, er macht das ja auch perfekt. Die Sunstrikes, die sind einfach jederzeit da. Er wird auf der Lane nicht contestet. Das hat EG mit aus Spiel 2 sozusagen mitgenommen. Sie verhindern einfach nicht, dass der Invoker irgendwas macht, können aber halt auch nicht viel machen, außer sie haben, keine Ahnung, einen super epischen Arrow auf ihm sozusagen drauf. Und wie gesagt, also hier im Draft ist ja auch schon einiges irgendwie falsch gelaufen, dass Mason hier in Sand King spielt. Also beim Sandking habe ich halt wirklich gedacht, oh schön, Sai kriegt einen Sandking wieder, das ist alles toll. Aber dass Mason hier in Farming Sandking spielt, das ist für mich ein bisschen zu Pocket Strat für ein Finale. Muss ich ganz ehrlich sagen, sie wollten hier IG überraschen, funktioniert aber überhaupt nicht. Nee, IG also gar nicht gibt sich derzeit absolut unbeeindruckt. Einfach, ziehen ihr Ding durch und es funktioniert. 5-0, 11. Minute, ein Tower ja. Down. Was willst du mehr? Wenn du das Ganze noch weiter projizierst, sozusagen Future Predictions, dann haben wir hier 20 Minuten alle Tier 1 Tower Down und irgendwo ein 10-0, vielleicht ein 10-1, 10-2, wenn sie Return Kills kriegen. Die Initiative von EG fehlt und ich sehe sie auch nicht kommen. Universe, Level 6, relativ schwach in der Offlane. Das Einzige, was er geschafft hat, ist ein Soul Ring. Da kommt nichts. Der Blinkdagger ist wirklich das einzig große Achievement hier von Mason. Da kommt auch noch nichts. Level 1. Epicenter haut niemanden um. Vierman Smoke? Ja. In den Jungle. Die wissen ganz genau, was der Artisi da macht. Nein, sie wollen gar nicht in den Jungle. Sich jetzt hinter. Die smoken sich jetzt dahinter. Wow, ja, wunderbar. Und oh, da kommt der Scream raus. Das Glühbirnchen zerplatzt. Demonic Purge plus so Schiff. Hier gehen sie wirklich auf 100% sicher. Also das waren mehrere 100 HP Overkill. Aber wen kümmert's? Kills sind Kill. 7-0 in der 12. Minute. EG. Wir schauen wirklich bald auf dem EG, was so richtig pinned down ist zu ihrer Base. Schauen wir mal. Es wäre halt jetzt die Frage, wollen sie in der Mitte den Tier 2 Tower einfach nur noch ein bisschen harassen und gehen dann top? Ich meine, YYF macht da jetzt schon eine ganze Menge Druck. Da wird definitiv keine Rotation kommen. Cliff ist auch schon raus. Das heißt, YYF wird sich höchstwahrscheinlich hier den Tower holen. Oh, jetzt holen die sich die Stacks von dem an. Und das ist auch böse. Ja, das ist zum ersten Mal kommt, also der ET-Pick war richtig, richtig böse. Universe, 12 Minuten, nicht ein einziges, 0-0-0. Der hat nicht ein einziges Mal, war der hier irgendwo. Also das ist auf jeden Fall leider sehr, 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 sehr bitter für EG, was hier gerade abläuft. IG hat das unter Kontrolle. Sie wissen, was sie machen müssen. Invis-Rune auf Ferrari scoutet yeah. Hier den. Oh Gott, das wird richtig böse. Und die Chrono trifft aber nur Sai. Und der Arrow wird absorbiert von Queen of Pain. Nichtsdestotrotz, das Glühbirnchen geht down. Und Artisi hat natürlich jetzt ein großes Problem. Und da kommt noch das Poison drauf. Epicenter jetzt aber, ich hab's schon mal gesagt. Epicenter Level 1, kümmert sich keiner drum. Und jetzt, oh, wunderbar, das Schiff oben noch drauf. Mason kriegt nicht mal den Kill. Und wie gesagt, Universe viel zu spät drin. 2 gehen down, 9-0. Keine Verluste auf EG-Seiten. Und ja, EG humpelt zurück in die Base. Artisi, ne Midas hilft dir halt nicht. Und das Glühbirnchen war schon weg. Da kommt nicht mal irgendwie ein Relocate. Es sieht so schlecht aus jetzt für IG. Ich überlege mir die ganze Zeit, wie EG in irgendeiner Weise hier wirklich zurück was machen kann. Aber das Problem ist, es fehlt halt so viel. Universe, kaum Farm. Er wird der Mech Carrier, ist davon aber 900 Gold noch entfernt. YYF, wieder eine schöne Chrono. Hat leider aber natürlich Artisi verpasst. Das wäre noch schlimmer geworden. Wäre Artisi in der Chrono mit drinne gewesen, dann hätten wir hier wahrscheinlich einen 3-0 Trade gehabt. Aber so hat es Artisi wenigstens noch rausgeschafft. Nur schau dir einfach mal die Items an. Und wie gesagt, 13 Minuten. Wir schauen uns auch nochmal die Graphen oben drauf an. Boah. 7500.
Heilige Maria, das ist einfach viel zu viel für die 14. Minute und auch noch, es geht auf die 10.000 zu, hier noch vor der 15. Minute. Das ist richtig, richtig böse. Ich sehe einen Sunstrike. Oh, PPT! PPT kriegt hier den Sunstrike ab auf 124 HP. Schade. Schade. Hat er da dewarded und ja. Das finde ich übrigens richtig geil, wenn Invoker nicht nur Killshot Sunstrikes machen, sondern auch diese Harass Sunstrike. Das siehst du ganz oft von Scandal zum Beispiel, der jetzt leider ja nicht mehr bei Power Rangers ist, aber auch Arteezy auf Invoker. Jedes Mal, wenn sie jemanden sehen, zack, Sunstrike. Einfach nur als purer HP Harass. Definitiv. Das, was du gerade eben angesprochen hast, also was der Mason auf der Farm einen Safe Lane mit dem Sand King macht, das bricht ihnen auf jeden Fall so das Genick mit dem ET. Du hast eben auf Sai in dem Spiel, ja, hat er auch in 10 Minuten Blinkdecker gehabt. Und im Endeffekt, ja, also wir sehen hier beide schwarz. Oh, Sunstrike, wo ist Sunstrike? Wo, was, wo, ja, wer ist Sunstrike, noch? Irgendwo, ich hab gerade irgendwo einen Sunstrike gesehen, aber jetzt hier, oh, Io, Sai war hier irgendwo, Herrgott, das habe ich verpasst, da waren so viele Targets über dem Io drüber, Herrgott, ich war desorientiert, aber hier in der Mitte, apropos desorientiert, das Torrent trifft nicht Juan voll daneben, aber sie brauchen es überhaupt nicht, Double Damage auf der Quap plus Sonic Wave, das Ganze ist sogar nur Level 1, aber nichtsdestotrotz voll hittet voll und ja, damit kriegt IG höchstwahrscheinlich den Roshan, ja, Xai geht jetzt hier rein. Necro 3, es fühlt sich ein bisschen an wie Déjà Vu. Das Ganze ist, ja, es wiederholt Wahnsinn. Sich. Geschichte wiederholt sich immer wieder. Also da hatte EG, ich weiß nicht, was sie sich da in ihrem Draft vorgestellt haben, aber ja, war nicht so gut. Definitiv, ihre Strategie ist nicht aufgegangen und ich glaube auch, also ja, gut, Arteezy ist halt. Boah, da kommt ja wieder der X-Mark und ja, der Torrent. Und Boot drauf auf Arteezy, da ist aber jetzt, oh, die Sentry kommt instant raus. Jetzt natürlich muss Quap aufpassen, das ist eine ganze Menge Schaden, das wäre eventuell der erste Kill und sie geht down. Nein, das ist nicht mal der erste Kill, Aegis ist natürlich da, habe ich wieder total verhunebibelt, aber Mason kommt hier eventuell von der Seite, ist aber noch nicht Level 11, das heißt nur Level 1 Epicenter. Naja, also das, da, wie soll ich sagen, sie haben sich zwar Roshan geholt, aber Aegis instant verloren. Kann man besser veranstalten, aber Herrgott, es ist immer noch 11-0 in der 16. Minute. Sie rotieren hier wieder rein auf den Tier 2 Tower. Auf der anderen Seite, naja, wie gesagt, ET kriegt keine XP. Mason, das war unser Safe Lane Farmer hier. Er ist Level 9. Vergleicht einfach mal die Level. Wir haben 11, 11, 10, 9 und alles Radiant Heroes. Und dann kommt 9, 9 und das ist nur Arteezy in der Mitte und Mason. Und das ist sogar Arteezy mit einer Midas. Also ohne Midas wäre sogar noch weiter abgeschlagen. Die Helden Level sind hier einfach frappierend im direkten Vergleich. Also das wird wirklich, die hoffen jetzt alles, sie hoffen alle auf Arteezy. Arteezy, auf ihm lastet ein gewaltiger Druck auf den Schultern. Er muss so bald wie möglich. Oh, da hat man es hier. Relocate kommt das erste Mal rein. YYF, Time Walk raus und Avalanche verfehlt. Jetzt wird noch hier ein Creep vorgetost. Nützt aber alles nichts. Aber mit dem Astro. Oh Gott, es will aber auch nichts funktionieren. Und jetzt kommt hier einfach mal eine schöne Chrono raus. Und da ist sogar noch ein Sunstrike. Und. Oh, wunderbar. Sie kriegen den Sand King, aber leider natürlich der Relocate geht wieder zurück. Das war. Bisschen schade von der Zeit, weil sie hätte da noch einiges an Damage rauskriegen können auf EG, Tiny und Wisp hier. Nichtsdestotrotz, sie kriegen einen Kill. 12-0. Ja, es ist 0. Es ist nicht 12-1, nicht 12-2. EG hat es noch nicht geschafft, einen einzigsten Hero von IG hier down zu kriegen. Es ist der absolute Wahnsinn. IG, sie spielen aber super vorsichtig und das mag ich, weil, keine Ahnung, die ganze Zeit spielen sie hier wie eine Horde wild losgelassener Piraten, denen du irgendwie so eine Bottle rum vor die Nase hältst und jetzt haben sie so einen großen Vorsprung und sie krallen sich daran wirklich fest. Alle 10 Finger, zack, in den großen Kuchen an Vorsprung reingekrallt und wollen dann nicht mal die Kirsche oben wegessen lassen. Die wollen EG wirklich gar nichts geben. Das wird das beste Final, was sie jemals gespielt haben. Sie wollen das wirklich am besten zu Null hier machen oder am besten sogar noch Null Tower, Null Kills, also Null Deaths in dem Falle. Das wäre natürlich absolut genial und absolut, wie sagt man das, humiliating? Humiliating, ja. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Vernichtend, würde ich sagen. Nee. Zerstörend, vernichtend. Nee. Also das ist mehr, ist es mehr als zerstörend? Beschämend, beschämend. Humiliating ist nicht beschämend. Doch. Nee. Ist auch egal, wir müssen uns jetzt nicht über die Setzung entscheiden. Ja. Mein Deutsch sagt, das ist halt das Problem.
Und warte, da. Das ist halt Ja, eben bis das demütigend, erniedrigend, beschämend, schmachvoll. Beschämend. Wunderbar. Mein Dictionary, mein Wörterbuch hier ist doch direkt neben mir. Alles Genau. wunderbar. Habe ich ganz fix nachgeguckt, hat keiner gemerkt, dass ich die Kamera auf Auto gestellt habe. Wie auch immer. Zurück ins Spiel. 12-0 immer noch in der 19. Minute. Und jetzt, ich weiß nicht, wann EG so irgendwo mal den Punkt setzt, dass sie mal mehr Initiative ergreifen wollen. Wir haben es ja gerade Bottom gesehen. Und dem, Das ging aber da richtig schief. Ja, aber du musst halt auch, also wie gesagt, die müssen auf Artisi den Baum, der Baum in seiner Hand, das ist deren einzige Hoffnung, das Cleave Damage und die Level 16, dann können sie versuchen, irgendwas machen mit einer BKB, da durchzulaufen zu cleaven. Und das ist halt eben das Zeichen, wovon du gesprochen hast, ne? Die machen, IG macht hier ganz klar, wir sind bereit Und für der die Fakt, CI. Der Fakt, dass in Chuan, oh Gott, Sai ist wieder das Target, X-Mark, das Spock, aber sehr schön gemacht und sie TP'en sich noch im Tether raus. Artisi lässt sie natürlich alleine, hat hier ein TP, wird aber gesehen, okay, und da kriegen sie keinen Kill. Nichtsdestotrotz, sie schüchtern sie ein und dann wird sie auch nicht mehr mit dem Farm im Jungle. In der Zwischenzeit hat, wie gesagt, YRF noch ein bisschen gefarmt, Invoker holt sich was in der Mitte und sie sind schwirren halt immer noch 3 im Jungle, 2 hier in der Mitte und die G kann wirklich nichts machen, außer die Beine in die Hand nehmen und dann einfach ihr Leben retten. Und ich denke, ja, das nächste wird hier Tier 2 Tower sein. IG will hier ganz systematisch vorgehen und auch Ferrari, ich weiß nicht, irgendwie hat er ein Abo abgeschlossen für die Double Damage Runes, aber jedes Mal, wenn ich Hammer, den Jungen wie sehe, hat er Double der Damage läuft blau Runes. An, der läuft die ganze Zeit blau an, das ganze Spiel über ist er hier blau. Das ist auf jeden Fall der Knüller, wie viele Double Damage Runen er hat. Das ist wirklich und nicht mehr kriegt schön. Natürlich als Belohnung auch den Last Hit. Er ist auch der Carrier für den Gem. Den haben sie ganzzeitig rausgeholt. Ist natürlich klar, sie spielen gegen den Mirana. Moonlight Shadow ist da. Und sie haben einfach den Vorsprung, was Gold zum Beispiel betrifft. 15.000 und wir sind schon bei 16.000, 17.000 ist das schon Hammer fast. Hart. Und das wächst immer noch weiter ganz stetig an. Und es wird auf EG immer bitterer. Immer weniger. Immer, immer bitterer. Vor allen Dingen hast du jetzt die Tier 2 Tower fast alle down. Da ist nur noch einer auf der Bottomlane. Sprich, wenn IG sich hier dafür entscheidet, die nächsten Tier 2 Tower noch rauszunehmen, ach, brauchen sie nicht mal wirklich. Die können jetzt hier Warden Map Control an sich reißen und dem Artisi da den Farm wegnehmen. Hat aber jetzt auch schon den Stock auf sich, ja. Der halbgroße Tiny mit dem Bäumchen in der Hand. Da muss aber noch einiges mehr kommen. Also er braucht mindestens noch plus 1. Er braucht mindestens zwei eine BKB. Items. Also, ja, also genau, BKB also, ist hier in dem Spiel unablässlich für den Tiny, ansonsten wird er zerlegt von Queen of Pain. Also Queen of Pain, Scream plus Sonic Wave, das alleine bringt den Tiny richtig low. Sai wird dann irgendwo als Kollateralschaden sterben und da habe ich noch nicht mal Chrono mit eingerechnet, da habe ich noch nicht Invoker mit eingerechnet, noch kein Torrent, noch kein Schiff, noch nichts, noch nicht mal ein Soulcatcher. Also das ist wirklich nur, alleine Queen of Pain kann ihm als solches mit seinen 1700 HP schon gefährlich werden. Mit allem Burst Damage, den sie derzeit hat. Und jetzt, oh PBD, wenn PBD wüsste, da kommt ein Arrow geflogen und, oh, YWF fängt ihn. Aber ja, Ferrari sagt, schusch Leute, lasst mein YWF in Ruhe. Hier kommt noch ein kleiner Stun. Void nimmt erstmal ein Nickerchen, aber nichtsdestotrotz, Tower geht down. Und das war's dann. Jetzt Auto Towers ein, was ich gibt's gesagt nicht habe. Mehr. Jetzt gibt's geworden gleich und mit Mason. Dem Tier 2 Tower. Oh, X-Mark the Spot, Torrent. Kauft er noch genug Zeit? Da ist ein schön. Oh, wunderbar. Burst Strike holt ihn raus aus der ganzen Sache. Also mit Boat wäre es richtig knapp geworden. In der Zwischenzeit haben wir hier ein Go auf YYF und wunderbar gemacht. Die Chrono kriegt er noch durch, holt sich Sai und dann wird er sich aus dem Staub machen. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Da war noch ein schönes, schöner Torrent da. Einfach nur einen Rückzug zu sichern. Haben sie überhaupt eine Irren? Ja, haben sie aber keine Charges. Schade. Während wir ja gerade den Kill auf Io gesehen haben, findet da gerade die Techies-Diskussion statt. Techies-Diskussion. Und nochmal einen kleinen Nebeneffekt, da hat jemand gerade angesprochen. Oh, Sunstrike auf Io und oh, die Queen of Pain mit der Sonic Wave. Ja. Oh, das hat reicht, das reicht. Er wird sterben, reicht. Er stirbt. Nein, ja. Wunderbar gemacht, ja. PBD holt sich den Deny, ist er wieder hingegangen. Aber nichtsdestotrotz, Queen of Pain macht's raus und auch mit oder ohne Deny. Es sind einfach mal 40 Sekunden auf der Ersatzbank und du wirst nicht eingewechselt hier. Nein, du brauchst einen. Und Universe. Universe! Der Universe. Oh, da kommt Astral Spirit. Ferrari weiß nicht so ganz, wo das Ganze ist und dann tippt sich da instant raus. Aber es kristallisiert sich immer weiter heraus, dass einfach EG wirklich pinned down in ihrer Base. Sie können sich nicht mehr rauswagen. Alles, was IG als Farm zulässt, ist wirklich das, was sie als Creep Waves direkt reinpushen. Und selbst da müssen sie aufpassen, dass sie nicht plötzlich irgendwie eine Chrono kommt. Du siehst das hier, sie gehen rein, Burst Strike, TP, blinken sich direkt wieder in ihre Base. So, ja, so eingeschüchtert sind sie schon jetzt. 14-0. Also IG arbeitet hier wirklich
an einem perfekten Finale. Wird es auch so, wie es aussieht, es wird darauf hinauslaufen, dass das hier zu einem perfekten Finale endet. Also wie, ich kann es nochmal wiederholen, mache ich auch wirklich super gerne. IG setzt das Ausrufezeichen und sagt, jo, wir sind bereit für den TI. Wir sind definitiv ernstzunehmender Gegner auf den Titel. Ja, und nur um mal noch einen Abschlusspunkt. Ich habe zwar nicht gelesen, was ihr über Techies geschrieben habt, aber für mich steht fest, wenn Techies rauskommen... Ich spiele kein Dota mehr. Ich bin AFK, Brain für zwei AFK. Monate, ja. Da mach ich nicht mehr, kannst du vergessen. Also ich bin da, ich hasse dieses Techies. Boah, was ich da erlebt habe in Dota 1. Die Grausamkeiten, die Techies an mir ausgeübt haben, verdammt nochmal. Oh, wunderbar. Nein, du wirst mich sehen, ich gehe auf meinen Smurf-Account, wo ich noch kein MMR habe, werde mich dann irgendwo ganz niedrig platzieren, dann werde ich Techies spielen bis zum Umfallen. Ich werde mir einen ablachen für alles. Genau, das ist das. Du läufst dann Level 1 in 3 Helden, Triple Kill. Ja, genau. Du hast schon den perfekten Soundeffekt gemacht, aber jetzt wieder hier zurück zum Spiel. PPD wird hier gefunden, Juan direkt, oh, schöner Lieb von PPD, rein in die Bäume und Juan findet ihn ja nicht, aber das ist so frustrierend, Juan mit dem Shadowblade. Herrgott, das ist ein Support Kunkka. Und er geht jetzt hier noch auf dem Casual Oko Club irgendwann mal in die BKB rein. Es ist, keine Ahnung, IG spielt das hier so vorsichtig, aber am Ende, ja, 4-Mann-Smoke. Mal schauen, ob sie was finden. IG tröpfelt sich gerade wieder in ihren eigenen Jungle, wird davon aber natürlich dabei beobachtet. Eine Ward hier, die andere oben auf dem Hügel. Und das wäre jetzt ein 4 gegen 5. Aber mal schauen. Oh, das Boot. Wunderbar gemacht. Und Mason, sowas von tot. Das sollte halt nicht ohne eine Ward farmen. Ganz easy. Tollen Boot ins Gesicht. Und jetzt ziehen sie sich alle hier zurück. Oh Gott. Sai muss wahrscheinlich hier geopfert werden. PBD macht sich auch aus dem Staub. Sehen Sie, Sai, jetzt unterbinden Sie noch einen Tether auf die Creeps. Jetzt hat er nirgendwo, jetzt kann er nirgendwo mehr hingehen. Du tust mir so leid. Da ist die Orchid. Zack, Poison drauf und Shadow Demon holt sich sogar jetzt mal hier den Tribute sozusagen. Wie viel Kills? Gerade eben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Kurier ist gestorben, aber hat Gott sei Dank für EG, also wenn EG, ich glaube, wenn der Kurier mit der BKB von dem Tiny rausgegangen, down gegangen wäre, hätte, das wäre der größte Rage Quit von Atize, er hat alles hingeschmissen, das Keyboard zerfressen. Und dann kommt ein Arrow geflogen, oh, schade, trifft nur die Necro-Unit und jetzt gehen sie auf den Tower, Cliff kommt raus, wie gesagt, Wisp ist noch tot, aber ich denke, IG braucht ja auch gar nicht, 16-0, es geht hier wirklich auf ein perfektes Spiel zu. Oh mein Gott, Ferrari geht rein, will hier auf Mason was machen, aber, oh Gott, jetzt, wunderbar, sehr schöner Sunstrike, holt raus und er kommt natürlich ganz sicher aus der Sache raus, aber jetzt, oh, vielleicht wird das der erste Mal, aber nein, da kommt, wunderbare Krone und jetzt Artisi ist das Target. Ja, schön gedodged noch. Und jetzt Demonic Purge. Er kann nicht viel machen. Wird jetzt hier noch gestunt in der Cast-Animation oder in seiner Hit-Animation, besser gesagt. Und jetzt gehen sie auf die Jagd unter den Tier 4 Towern. Aber am Ende vergesst die Objective nicht. 18-0. Es ist wirklich noch nichts passiert. Buybacks sind nicht vorhanden hier auf Tiny. Auch nicht auf Mason. Das ist natürlich wirklich schade. Das heißt hier in der Mitte. Oh, das ist natürlich interessant. Sehr schöner langer Arrow auf dem Invoker. Aber es ist wie gesagt kein Follow-up. Nicht mal Astral Spirit zum Harass ist da. Rex down, 18-0. Ich würde, wenn ich EG wäre, ich würde mein Keyboard auffressen und nach Hause gehen. Also wirklich, das wird, ich glaube, die Peinlichkeit, dass die da mit 18-0 rausgehen, das möchten die sich ersparen. Also da wird noch ein Kill kommen und dann das GG gecallt, glaube ich. Also das ist wirklich, ich sehe absolut keine einzige Chance mehr für EG, die haben. Also das ist. Naja, keine einzige, also, sagt niemals nie. Das ist schon so als Grundsatz. 25.000 plus Gold. Die haben 20.000 plus Experience, das ist 20. Minute. Wen willst du da noch töten? Der Shadow Demon, der hat mehr Farm als ja, zwei deren Supporter zusammen. Da gibt's eine Smoke noch in der Mitte. 4-Mann, 5-Mann Smoke. Ja, jetzt EG versucht's was und vielleicht. Ja. Wie gesagt, also die Option 1 wäre sein Keyboard auffressen, Option 2 wäre sich ein Kill holen und dann lololol raus GG'n, aber sie wollen Roshan. Mit Aegis kann natürlich noch einiges versucht werden und wie gesagt, ich meine, das Gute an solchen Comebacks ist halt immer, wenn du so plötzlich ein Überraschungs-Comeback schaffst, oh Gott, Juan geht hier rein, Boot, er weiß es. Boot, Torrent, das tut richtig weh und oh, Ferrari geht rein, Scream auf alle, aber jetzt wie gesagt, Epicenter, sehr schön, Bad derzeit, nimmt aber noch keiner richtig groß Schaden. Chrono kommt jetzt raus auf 2. Boot trifft Mason, trifft Artisi nach der BKB. Wird jetzt hier ab
gemacht. Und da kommt's. GG. 22-0. E.T. ist der Einzige und er rennt noch weg. Geben sie ihnen noch den Gnadenstoß? Nein, sie gehen alle raus. GG, was für ein Spiel. IG, ihr seid meine absoluten Favoriten. Richtig geniales Finale. Im ersten Spiel, wie gesagt, IG hat es schön durchgespielt. IG hat im zweiten sich das Ganze zurückgeholt und, nee, andersrum. Aber wie auch immer, im dritten Spiel hat IG das wahre Gesicht gezeigt. Wahnsinn. Der Draft von IG war meiner Meinung nach sowieso fragwürdig, aber hätte eine Chance gehabt, wenn Laning und Midgame anders gelaufen wäre. Ist aber nicht. Hätte, wäre, könnte. Fakt ist, mein Name ist Heflamoke. Mit mir hat heute für die ganzen mehr als 12 Stunden Aleria gecastet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt euren Follow auf HeflaTV 3 und 4 abgeliefert, unsere deutschen Channel. Wir versuchen, wie gesagt, für die Zukunft in der deutschen Szene ein bisschen was aufzubauen an regelmäßigen Casts, zumindest für die ganz großen Tournaments. Ansonsten könnt ihr mich natürlich immer sehen auf HeflaTV 1, 2 und Heflamoke im englischen Cast. Ganz regelmäßig die Tournaments, die hier über HeflaTV langlaufen. Auf Facebook und Twitter habt ihr immer die neuesten News und die ganzen Worts, alles was jemals gecastet worden ist von HeflaTV, ist natürlich auf unserem YouTube. Mubot gibt euch da die entsprechende Information. Und ansonsten, ja, wenn ihr unsere Emotes cool findet, dann könnt ihr natürlich auch subscriben. Entsprechende Giveaways werden für die Zukunft geplant. Wie auch immer, ich will gar nicht so viel lange labern. Ich bedanke mich wirklich für einen super schönen Tag hier auf der ESL One. Egal wo ihr seid auf der Welt, ob deutsch oder nicht deutsch, auf dem Event oder nicht. Es war richtig geil mit euch. Ja. Danke fürs Zuschauen. Sagt tschüss, Aleria. Ich möchte mich auch ganz kurz noch bedanken und einen abschließenden Satz sagen. Das war mein zweiter Tag heute im deutschen Cast. Mir hat das alles wundervoll viel Spaß gemacht. Ich bin durch. Ich hänge hier wie ein Lappen in der Kurve, verdammt normal. Also mein Kopf fühlt sich an, als ob ich hier 33 Tage hintereinander durchgearbeitet hätte. War aber wundervoll. Hat mir so viel Spaß gemacht. Ich danke euch für den Support. Ich danke euch für die Resonanz. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und good luck. Have fun. Ja, und damit schalte ich ins Stadion rein. Der Jubel ist schon an. Also bis dann, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.